Willkommen im GKMB-Blog. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Facebook-Posts auf Ihrer eigenen Webseite oder Ihrem Blog einbinden können. Zuallererst gehen Sie auf eine Facebook-Seite Ihrer Wahl und suchen sich einen Facebook-Beitrag bzw. einen Facebook-Post heraus. Am gewünschten Beitrag finden Sie ein kleines Icon mit einem Pfeil nach unten. Klicken Sie anschließend auf das Icon und wählen Sie im Reiter den Menüpunkt Beitrag einfügen aus. Danach erscheint ein Fenster, in dem oben der zu kopierende Code zu sehen ist, den wir uns auch gleich herauskopieren. Unten wird eine Vorschau angezeigt, wie der Beitrag am Ende auf Ihrer Website aussehen wird. Anschließend können Sie das Dialogfeld schließen und zu Ihrer Internetseite wechseln. In unserem Fall handelt es sich um das Content Management System Typo 3. Sie können jederzeit das Kopierte auf jeder beliebigen HTML-Seite oder einem anderen Content Management System wie zum Beispiel WordPress verwenden. Alle GKMB-Kunden können an dieser Stelle das GKMB-Kommunikationsschnipsel-Plugin einsetzen. Als nächstes erstellen wir ein neues Element und wählen unter dem Reiter Plugins das GKMB-Kommunikationsschnipsel-Plugin aus. Wieder unter dem Reiter Plugin gehen wir nun zum Codebereich und fügen dort den kopierten Code ein. In unserem Fall, da es sich um einen Facebook-Beitrag handelt, wählen wir den Typ Facebook News Code Snippet aus. Nach getaner Arbeit speichern wir nun das Element. Zum Schluss lassen wir uns noch die Seite anzeigen. Wie Sie sehen, wurde der Codeschnipsel wie zuvor in der Vorschau eingefügt. Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich einfach an unsere Facebook-Spezialistin Pascal Heid unter pha@gkmb.de.